Ein leichter Wind geht durch die Palmen und das Meer und leitet ein neues Let's Play, welches wir heute beginnen. Und das ist der Café-Owner-Simulator. Leute, wir wollen einen Café ownen und das simulieren. Heute ist wieder großer Simulator-Tag irgendwie, alles voller mit Simulatoren. Wollen Sie ein neues Spiel gewinnen? Ja, toll, auf weiter ist grau, weil ich es halt einfach noch nicht gespielt habe, ne? So, mein Vater war sein ganzes Leben im Restaurantgeschäft. Jeden Tag nach der Schule lief ich zu ihm und sah zu, wie er Geschäfte mache. Der Vater war ein strenger, aber fairer Chef. Okay, streng, aber fair. Okay. Achso, weiter klicken. Die Dinge liefen sehr gut. Okay, es gibt nicht mal Clips. Oh, toll, ey. Selbst hier Arcade Simulator hat ein Voice-Over. Also ich bitte euch. Die Hälfte des Betrags wurde gesammelt und die Hälfte wollte er sich von Geld von örtlichen Mafia leihen. Okay, naja. Mein Vater ließ sich Geld, eröffnete eine zweite Einrichtung, aber stellte sich als unrentabel heraus. Tagelang suchte er nach der Ursache des Versagens, konnte sie aber nicht finden. Irgendwann versagte seine Gesundheit, er landete im Krankenhaus. Nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus begann er, alle Rechnungen, die bezahlt werden mussten, zu überprüfen. Er erkannte sofort, dass er nicht alle bezahlen konnte. Er hat fast eine Woche nicht geschlafen und denkt darüber nach, sein Geschäft zu schließen und in Rente zu gehen. Die Entscheidung wurde getroffen. Der Vater verkaufte das Geschäft, zahlte die Schulden ab, zog sich zurück. Es war mein 26. Geburtstag. Wir beschlossen, es an unserem Lieblingsplatz zu feiern. Mein Vater sprach einen Toast auf mich aus in seinen Ruhestand, worauf er mir einen Umschlag überreichte. Ich öffnete den Umschlag und sah einen Scheck über $50.000. Jetzt ist dein Traum wahr, mein Sohn. Nach diesen Worten wurde mir klar, dass mein Vater meine ganze Kindheit kannte, wie ich seine Arbeit mit brennendem Auge verfolgte. Ich war überglücklich und entschloss mich, das Familienunternehmen wiederzubeleben. Okay, das ist die kleine Einführung in die Geschichte. Ich verstehe. Montag, ein neuer Tag. Willkommen in Castle Lake. Ich habe gehört, du willst hier ein Restaurant und ein Motel eröffnen? Wenn ja, ist das eine gute Nachricht. Unsere Stadt hat nicht genug Orte, um zu essen und sich zu amüsieren. Ich heiße Dryce Owens und bin der örtliche Sheriff. Wenn Sie meine Hilfe brauchen, rufen Sie die Polizei an. Okay. Hallo Katze. Katze freut sich voll. Okay, guck mal, der entsorgt jetzt den Müll. Ah, das wird natürlich erstmal Geld kosten alles, ne? Ach, da oben ist doch eine Müllanzeige. Da oben ist auch eine Müllanzeige. Kühlkammer. Na, da ist noch nichts drin, aber es ist kühl. Schauen wir mal, wie unser Kaffee laufen wird am Ende des Tages. Ja, ist ein bisschen viel. Was ist mit dem denn? Warum sind hier Ratten? Fort, ihr Ratten! Fort! Okay. Tätze besuchen die Einrichtung, um Geld zu verlangen, Schaden anzurichten oder manchmal auch nur zu beobachten. Wie sie mit ihnen umgehen, bleibt ihnen überlassen. Okay, Moment. Musik, weg. Das muss leider weg. So ist das Leben nun mal. Ja, früher war das nicht so schlimm, aber heutzutage, ihr wisst. So, erstmal hier mit dem Rechen alles wegmachen. So, wie kriege ich denn die Ratten los hier? Ratten weg. Mach die Ratten weg. Da ist noch ein Dings. Okay, hier drin ist erstmal sauber. Aber hier musste echt alles... Oh. Warte mal, wie viel Müll haben wir denn? 99% Müll entsorgen. Rechnung, Verwaltung, Werkzeuge, Lebensmittelgeschäft, E-Mail, Tapete, Marketing, Logotypen haben wir noch nicht. Ich bin auch noch nicht bereit zu öffnen, um ehrlich zu sein. Wir müssen erstmal Ordnung schaffen hier. Warte, während der Müll geholt wird, können wir schon mal harken. Wir harken alles sauber, der Mülleimer ist leer. Ah, das gibt schon mal Erfahrungspoints.
Kann man hier hoch? Nö. Okay, dann haken wir hier noch ein bisschen rum und haken hier noch ein bisschen. Hey, ich hab gesagt, ich hake. So, das wegräumen. Zack, Müll, Müll, Müll. Dicker Reifen. Sind die Hütchen auch Müll oder gehören die dazu? Und was ist das hier? Wahrscheinlich für später noch, für Mitarbeiter oder Service oder keine Ahnung. Hallo Katze. Katzen im Café mag ich. Vielleicht machen wir ein Katzencafé auf. Direkt den Sheriff anrufen und sagen, Katzenangriff. So, wir harken alles weg. Harken gehört auch zur Müllbeseitigung. Auch wenn Laub ja eigentlich nicht schlecht ist, ne? Kommt, das vergeht, dann kommt Stickstoff in die Erde und ja, wie das so ist. So. Tada! So, hol das neue Netz in der F. Fange alle Ratten. Ja, das habe ich mich schon gefragt, wo die sind. Fangen Sie. Kaufe ein Netz im Tool Store. Ach so, ich muss. Hier. Netz für Ratten. Ja. Ich habe das erfolgreich ein neues Instrument gekauft. Ich spiele das Netz. Zack. So, Aufgabe erledigt. So, stelle alles wieder her, was in dem Gebäude kaputt ist. Wow, okay, also wir müssen echt, bevor wir das Café eröffnen, müssen wir hier viel Arbeit leisten und das kostet viel Geld. Offensichtlich. Und es wird dunkel draußen. Fenster, also unten sind alle Fenster gut jetzt, ne? Aber wie komme ich überhaupt nach oben? Hab ich nicht mal eine Treppe gesehen oder so? Muss ich hier aufs Dach? Oh, das ist ja der Handwerkerkönig, ey. Fensterdach, Gründungsblöcke. Geh mal hier hin. Müll kann weg. Komm ich nicht rein. Dosen mit Pfand. In regelmäßigen Metalldosen. Okay, die Dosen können auf allen Spielebenen gefunden werden. Ja, okay. Wie komme ich denn da hin? Da hinten ist eine Tür. Da ist noch eine verschlossene Tür. Tablet, mein Restaurant. Tablet. Mein Weather Wong. So, wie kann ich? Menü brauchen wir ja noch nicht. Verwaltung. Management, die besten Angestellten haben wir ja noch nicht. Tapete. Okay, ist jetzt hier außen? Ich muss hier oben hoch. Die Tür ist verschlossen. Tablet, mein Restaurant.
Mein Restaurant. Zeig mir mehr. Es ist neu. Tapete. Da habe ich nichts. Erledige Aufgaben. Gebietsverbesserung. Okay. Wie soll ich denn dann oben? Wie soll ich denn renovieren? Alter, ein Elch! Alter, guck mal! Ein Elch im Restaurant! Kann ich den erlegen und dann zubereiten und eine Wochenkarte machen mit feinster Elchkost? Ach, guck mal hier. Dass ich die Platten gefunden habe hier, sonst weiß ich ja gar nicht, was abgeht. Weil da oben, na gut, an die Fenster komme ich vielleicht von außen noch teilweise. Katze, geh weg, ich will dich da nicht einmauern. Katze, das ist so typisch Katze. So. Ändern Sie die Wandverkleidung oder Tapeten. Tapete. Was ist das, eine Qualle? Havasohlen, wählen Sie eine Tapete? Tapete. Boah, hässlich. So. Haben wir den Block hier schon mal. Oh Gott, das wird nicht so schön. Aber ich habe halt nicht so viel Tapete zur Auswahl. Aber den Rest machen wir halt so ein bisschen. Oh, guck mal, es fängt an zu regnen draußen. Cool. Ey, da bist du nur. Vor allen Dingen überweist er die 5 Dollar immer extra. Kauf doch die Tapete einfach erstmal. Wir können den Eindruck. Okay. Besorgen Sie sich einen Mob. Ich will aber jetzt keinen Mob. Ach. Ich kaufe meinen Mob. Aber erstmal möchte ich gerne bitte weiter die Wand verkleiden. Kommt hier irgendwie ein Flugzeug angedüst? So, haben wir die Aufgabe erledigt. Rauchmelder. Moment mal. Menü, Länge, Rechnung, Verwaltung, Werkzeug, Müll entsorgen. Wahrscheinlich hier auch, oder? Küche, Verkauf, Spezial. Dieser Bereich hat besondere Gegenstände, die durch das Erledigen von Decke. Oh, ich hätte gerne dunkle Decken. Kostet aber Geld, hä? Kostet alles Money. Money, money, money. Okay. Aber warte, das ist jetzt gar nicht meine Aufgabe. Hallo, ist der Sheriff. Hast du schon was von einem schrecklichen Monster gehört, das hingegen? Sie hat ein Monster gesehen, was das wie Bigfoot aussieht. Was?
viele vermisste Rinder. Oh Gott, das ist genau mein Metier, da kenne ich mich aus. Alan Williams vermisst seine Frau, ja. Ach so, nee, er wird vermisst. Ich dachte schon, so, ich dachte, oh, meine Frau ist zum Jagen in den Wald gegangen und auf einmal war da so ein Geräusch und... ein Foto machen können, warte mal. Sie finden ein Tablet, aber so ein Other. Aber so ein... aus ein anderes Rauchmelder. Erstmal hier ein. Hier noch ein. Hier noch ein. Hier ein. Hier hinten ein. Ich würde sagen, wir machen hier auch noch ein. So. Platzieren, abbrechen. So. Kommen Sie nun zum Menü. Öffnen Sie Tablet-Menü und fügen Sie mindestens 5 Einträge in das Menü. Menü. Pizza Pepperoni. Auf jeden Fall wollen wir eine Pizza Pepperoni. Wir machen hier ein bisschen alle Gerichte. Wie kann ich die? Achso, rüberschieben. Pizza Pepperoni. Wir machen Pizza. Pizza, oder? Sushi? Sushi und Pizza? Nee, Lasagne. Lasagne ist gut. Carbonara. Machen wir erstmal, gehen wir ein bisschen auf Italienisch. Und Truthahn. Das weiß jeder, ist sehr italienisch. Pilze will doch keiner. Pilze will doch keiner. Und Margarita. Ich würde sagen, Margarita ist immer gut. Ne? Wenn du sagst, ah, ich mag das alles nicht, dann weißt du aber, Margarita ist okay. So, jetzt bestellen wir das Essen zum Kochen. Mhm. Tablet, Lebensmittelgeschäft. So, dieser Indikator zeigt Lebensmittel, die Sie für die Zubereitung der Richter auf Ihrer Speisekarte benötigen. Mit dieser Schaltfläche können Sie alle gekauften Kissen verkaufen, die Sie noch nicht in die Gefrierregale gestellt haben. Die Speisen auf der Speisekarte mit weniger als 5 Punkten, was sind hervorgehoben, was soll das bedeuten? Wenn Sie versehentlich eine Kiste mit Lebensmitteln gekauft haben, die Sie nicht mehr... Okay. Tomaten. Das Zeug war... Zwiebeln. Ja, und ein bisschen trinken brauchen wir auch noch, hä? Dr. Pooper. So. Na, super. Okay, war das vielleicht doch ein bisschen viel? Jo, was geht ab? Hey, Direktor, ich hatte mein Restaurant, meine Angestellten. Ich erinnere mich nur einen Monat. Ich möchte meine Freunde einladen, Marco, John und Dennis. Wir wollen Wodka und leckere Vorspeisen kaufen. Okay, ich weiß nicht, ob ich das so glaube, wie er das sagt, aber meine Güte. Was ist mit ihm? Warum geht er nicht nach Hause? Warum bin ich so nass? Warum kann ich das Zeug... Warum kann ich den Dr. Pooper nicht... in die Speisekammer legen? Der hätte mir eigentlich mal eben beim Kistenschleppen helfen können auch ein bisschen, ne? Ne, Getränke gehen da nicht rein in die Kammer. Aber die müssen doch kühl gehalten werden. Wir kühlten bitte seine Getränke nicht. Jetzt sag mir nicht, die Pasta geht rein. Ja, Pasta geht rein. War das Pasta? Wissen es nicht. Naja, wir füllen das Lager erstmal auf. Aber wenn sie schon diese Müllabfuhr haben, warum können sie dann nicht auch, also, ne? So nach dem Motto, du machst eine Essensbestellung und die muss erstmal kommen. Das wäre ja jetzt auch mal was gewesen, was vielleicht ein bisschen ordentlicher ist. Naja, mal schauen. Wir werden sehen. Wir packen erstmal alles rein.
Okay, das Spiel speichert automatisch, das ist auch gut. Warum ist hier so ein Fragezeichen? Zwibbel. So, einige Geräte werden in einer Steckdose, um angeschlossen zu werden. Kaufen jetzt denn diese Steckdosen. Ja, aber wo? Keine Ahnung, wo kann man denn welche hinmachen? Mach mal da eine hin. Ich meine, Steckdosen kann man eigentlich nie zu viel haben, oder? Überall mal eine Steckdose noch. Ja, notfalls noch welche holen. Vielleicht hier, wenn da später Gäste sitzen. Weiß man ja nie. So. Registrierkasse, Küchentisch. Oh Gott, ey. Registrierkasse, Küchentisch, Backofen und Kühlschrank. Eben kurz das hier rein. Ist auch nochmal hier rein. Liegt da draußen noch was rum? Ne. So, Kühlkammer zu. Muss ich mal eben noch. Ne. Nicht das. Den Mob. Ja, eben hier die Pfützen wegmachen, damit die. Falls dann mal Leute kommen, aber es regnet immer noch, also bilden sich ja wahrscheinlich neue Pfützen, oder? Ein Kampf gegen Windmühlen. Aber es gibt ein bisschen Erfahrung. Ein Rattek. Nee, warte mal, Ratte. Komm her. Kommst du. So, Kühlkammer, soll ich das hier so? Registrierkassenmäßig? Ja, ne? Platzieren Sie eine Registrierkasse, Küchentisch. Werkzeug, mein Restaurant? Nee. Verkauf. Backofen, Kühlschrank, Küche. Kühlschrank, würde ich sagen. Wo muss der denn hin? Wie kann ich den drehen? Q und E, ah, okay. Power. Kann ich da Getränke reinpacken? Nö, kann ich nicht. Warum nicht? Naja, riesiger Küchentisch, Backofen. Küche. Ein Cooker. Eine Spüle, ein Fryer.
War schon mal kein Strom. Haben wir. Ein Gucker. Gucken, wie er guckt. So. Küchenhaube über den Herd und Waschbecken. Sowie zwei Tische. Lüftung. Steckdose. Ist eigentlich viel schlauer, die Steckdosen hinterher zu setzen, gell? Haben wir auch Belüftung, so. Waschbecken. Ein Waschbecken. Waschbeko. Stelle ich jetzt mal einfach erstmal hier gegenüber in die Ecke. Das wird ja keinen Strom brauchen, das Ding. Zwei Tische, an denen Besucher essen können. Ja, die stellen wir dann hier oben hin, ne? Verkauf Spezialmöbel. So, Aufgabe erledigt. So, mieten Sie einen Mitarbeiter auf dem Küchentisch. Deine Angestellten. Okay, wir müssen zuerst Angestellte finden. Verwaltung? Derzeitige, finde einen neuen Angestellten. Gute Arbeitsgeschwindigkeit, schlechte Motivation. Ist egal. Stellen wir erstmal an. Und setzen den hier hin. So. Und zwei Lampen. Lampen. Die brauchen auch noch Lampen hier. Sagen wir, hängen hier mal über jeden Tisch eine Lampe. Sitzt total gerade. So wollen wir das. So wollen wir das, Leute. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier ein Päuschen und in der nächsten Episode eröffnen wir unser super krasses Café. Und es regnet immer noch. Ich muss die Pfützen alle wegmachen. Es ist unglaublich. Naja, Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir machen weiter und das Café wird großartig und wird gut laufen und viele Menschen werden kommen und unsere Steaks essen. Hoffentlich. Mal sehen, wonach wir uns ausrichten. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, ne? So, Kreis, mach mal mehr auf Pizza oder Kreis, ne? Mach mal mehr Steakhouse. Dann, ne? Aber es ist ein Café, da ist ja immer meistens so ein bisschen gemischt, ne? Das ist ja so wie diese Franchise-Dinger, wie heißen die hier? Café del Sols und Alex und wie sie alle heißen. Ihr wisst, diese, ne? Wir sind irgendwie Bar und Restaurant, Treffpunkt, hier kannst du fressen und saufen. Naja, Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle, ich bin recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn ihr dann Bock habt. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.